Es war einmal der Froschkönig. Gelesen von Kevin Costner. Und als die Prinzessin im Bett lag, kam der Frosch gekrochen und sagte: Ich bin müde, ich will schlafen, hol mich zu dir hinauf ins Bett oder ich sage es deinem Vater, ma der tut an Scherben, das ist ganz sympathikone. Da wurde die Prinzessin bitterböse, nahm ihn zu sich herauf und warf ihn mit aller Kraft gegen die Wand. Und plötzlich stand ein wunderschöner... Na Moment mal, Principessa, wart halt noch ein paar Wochen, dann kannst du ihn an die Wand werfen. Mach ich wohl wahr, weil in Tanto ist besser, wenn der Frosch frisch bleibt, nicht? Wenn er frischer Frosch bleibt, nicht? Ich wohl war, wenn der Donna Principe ist, dann muss er wieder einen Mundschutz aufsetzen, damit er meinen Trabstand halten, dann kannst du ihn nicht zu dir ins Bett nehmen. Und dann weiß man auch nicht, wenn der Principe einen Mundschutz aufhat, wieder rausschaut der Tipo. Magari ist er schier, nicht? Weil ich sag, bei vielen sage ich schon, ist der Mundschutz eindeutig eine optische Aufwertung, gell? Gut, ich bin selber schon in dem Alter, wo das einfach besser ausschaut, nicht? Aber wie gesagt, Principessa, wart halt noch, bis die ganzen Kazette vorbei sind, da mit Coronavirus und so weiter, nicht? Dann kannst du ihn hinschmeißen, wo du willst, nicht? Dann kannst du von mir aus heiraten und das hat damit schon prima. Dei, das packen wir schon noch. Ein bisschen warten wir noch und dann sind wir auch damit schon prima, Jetzt durchhalten. Abstand, Hygiene, Maske.